Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost in Play. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge hier auf dem Meer ein paar Rätsel gelöst und haben nun ein U-Boot, mit dem wir wahrscheinlich ins Meer tauchen können. Würde ich zumindest schätzen, dass das der Fall ist. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und ich finde das super cool. Oh, wie süß das aussieht. Ja, schon sehr cute. Hast du eine coole Vorstellung? Da mit so einem kleinen U-Boot irgendwie herumfahren. Oh nein. Kommt da doch raus. Lass mich raten, wir dürfen keine Quallen berühren, weil die bestimmt Schaden machen. Oh, das sieht cool aus. Ich mag das. Okay. Fahren wir mal runter. Musik gefällt mir gerade. Das ist der älteste Angelfisch seiner Art. Er hat sogar 4 Angeln. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Die Fische, die Anglerfische, leuchten nicht einfach nur so, sondern das sind Bakterien, die sich auf der Angel ablassen. Weil, ich weiß auch nicht genau, was der Grund ist. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie regenerierende Haut war, die sie immer wieder abfressen. Und dadurch sammeln sich Bakterien, die leuchten auf der Angel. Und dadurch leuchtet eigentlich letztendlich erst die Angel obendrauf. Und die ist halt wieder dafür da, deswegen nennt man sie ja Angel, damit halt Beute angelockt wird. Also es ist nicht der Anglerfisch, der selber leuchtet, sondern die Bakterien da drauf. Der wacht so schnell nicht auf. Der schläft sehr tief und fest. Verständlicherweise. Der bestimmt keine natürlichen Feinde. Oh, kleine Krabben. Die wollen nicht so viel mit uns zu tun haben. Okay. Müssen wir die zueinander locken? Oder wie sieht das aus? Nee, die gehen immer in diese Richtung. Kommt es mir nur so vor, oder hat dieser Stein dann Gesicht? Oh. Interessant. Okay, da ist auf einmal ein Stöpsel. Was machen wir mit dem kleinen Kerlchen hier? Gar nichts anscheinend. Ah, der muss ja auch irgendwas auf sich haben. Ah, wahrscheinlich muss er hier rüberlaufen. In die andere Richtung. Oder wir müssen die Lampe fixen. Können wir den Stöpsel jetzt schon mal... Okay, ich wollte gerade sagen, können wir den in sein Nasenloch stecken, aber... Ich glaube, das ist nicht unbedingt die Lösung. Denn er hat zufälligerweise kein Nasenloch. Okay, auftauchen können wir auch nicht... Ah, ich verstehe. Okay, da müssen wir einen Stöpsel reinstecken. Wie nicht? Ah, okay, doch. Okay, dafür ist er also gut. Und mitgenommen. Ah, können wir wahrscheinlich in die Laterne unten reinstecken, ne? Oh, ein cooles rotes Licht. Ah, ist eine viel coolere Laterne. Aber ich weiß nicht, wiefern uns das jetzt weiterbringen soll. Ah, vielleicht... Okay, ich habe eine Vermutung. Der wird wahrscheinlich seine Schale droppen, ne? Und dadurch können wir dann... Das können wir dann als Dings nutzen. Als Lautsprecher. Boah, die Musik ist echt cool im Hintergrund. Die gefällt mir sehr. Ein bisschen Machinarium-Vibes. Oh Gott, meine Stimme. So, das können wir jetzt mitnehmen. Das ist eine coole Farbkombo, die jetzt hier existiert. Das sieht cool aus. Ich habe den Play sogar noch geupgradet. Okay, dann wecken wir den mal auf. Okay. Aus seinem Jahrhundertschlaf. Sein Schönheitsschlaf hat nichts gebracht. Hermini Flascha? Hermini Kubriga Flascha. Oh. Okay, inwiefern funktioniert das Rätsel? Soll ich die einfach nur anordnen? Oder wie sieht das aus? Oh. Achso, okay, die werden dann schwieriger. Das ist der kleinste Punkt. Dann kommt der. Nee, war andersrum, ne? Es gibt nämlich nochmal eine... Dann kommt nämlich erst der dort. Dann der. Dann der ganz große. Und dann sollte es eigentlich stimmen.
Perfekt. Oh Gott. ich sehe schon. Das wird also auch wieder ein bisschen komplizierter jetzt. Hier kommen die zwei hin. Da kommt hier der quere Strich hin. Drei dort oben. Drei zur Seite hier oben. Zwei. Ach nee, das geht eigentlich. Ja, das ist okay. Das ist übersichtlich. Okay. Okay, aber jetzt wird es wahrscheinlich schwer. Oh Gott. Also, das sieht schon mal sehr ähnlich aus mit dem hier. Es ist technisch gesehen fast das gleiche. Oder müssen wir das gleiche erzeugen? Weil hier sind sehr viele doppelt. Wahrscheinlich immer genau das Gegenteil, ne? Das kann ja ein Spaß werden. Ich habe nämlich gerade gar keine Ahnung davon. Wahrscheinlich so dann? Nee, das ist ja wieder ein blauer Außenrand. Also ich denke halt, dass wahrscheinlich blau und orange müssen sich immer berühren und nicht blau und blau. Aber wie macht man das am schlausten? Man kann ja schon mal hier hinten den Orangen platzieren. Oder beziehungsweise wahrscheinlich so einen breiteren. Das ergibt ja schon mal Sinn soweit. Oder muss man genau das Gegenteil nehmen? Also, ne? So wie ich es jetzt gemacht habe sogar. Wahrscheinlich, vielleicht. Weiß ich nicht. Kann sein. Bisschen verwirrend. Ja, ist hier runter? Das wäre... Das sehe ich nicht. Das nebeneinander auch nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, inwiefern das funktionieren soll. Gar nicht mal so einfach. Deswegen sage ich ja, jetzt kommt das Schwere. Die anderen waren leicht. Wenn ich halt wüsste, wie ich die anordnen soll. Das ist ja auch das Rätsel dahinter natürlich, aber... Oder muss ich die... Ah, warte mal. Wahrscheinlich immer die Doppelten in eine Linie, ne? Wahrscheinlich. Nee, das ergibt... Das ergibt ja... keinen Sinn. Nee, das ergibt keinen Sinn. Aber trotzdem könnte man es versuchen so. Dann müsste... Dann wäre die hier aber auf jeden Fall schon mal richtig, die Reihe. Nee, wäre sie nicht. Shit. Welche Sachen kann ich hier wegnehmen? Die beiden nur? Das ist echt ungünstig gerade. Und ich sehe hier gerade wirklich wenig durch. Wie gesagt, ich glaube, es wird auch nicht danach gehen, dass man die einfach nebeneinander packen muss, die ähnlich aussehen. Ich werde mir mal einen Tipp holen. Vielleicht steht da ja drin, wie man die anordnen soll. Also hat das technisch gesehen nicht wirklich einen Sinn. Oder? Obwohl, ja, ne? Es war schon sehr ähnlich, wie ich es mir eigentlich irgendwie dachte. Ach, das konnte man verschieben. Oh. Ich habe gedacht, der wäre auch fest. Ja gut, dann... Darauf hätte man kommen können dann. So, die Reihe ist dann schon mal richtig. Wie war es denn oben angereibt im Tipp? Ey, wenn ich den schon eingelöst habe, dann kann ich den auch nochmal nutzen. Es gibt nur einen Tipp und den nutze ich dann auch. Okay, also das muss ich sozusagen spiegeln dann wahrscheinlich. Also leere unten und oben. Und dann denke ich mal so und den hier oben hin. Ja, das passt. Okay, also hätte man drauf kommen können, ja. Definitiv. Dankeschön. Was auch immer wir damit jetzt machen. Aber es war trotzdem ein cooles Rätsel. Hat mir gefallen, der Aufbau. Aber wie gesagt, hätte ich ein bisschen mehr rumprobiert, wäre es wahrscheinlich auch hätte es wahrscheinlich auch geklappt, das Ganze. Aber na gut. Einmal Tipp, immer Tipp. Ich mag das kleine U-Boot. Das war spaßig. Okay, was fangen wir jetzt aber mit dem Licht an?
Gute Frage, oder? Ich tauche mal runter und guck mal, ob wir da irgendwo ein Licht brauchen. Aber ich schätze mal nicht, oder? Oder können wir den vielleicht am Gaumen kitzeln damit? Sodass er die beiden ausspuckt, oder beziehungsweise... Der andere juckt mich nicht, dem scheint ziemlich gut darin zu gehen. Der sieht ein bisschen aus wie ein Gravity Falls Character mit seiner Nase. Nee, die sehen generell alle so ein bisschen so aus, ne? Ich schätze doch, so ein Ding ist bestimmt ein bisschen kitzelig, oder? Wir probieren's. Oh, es klappt. Tatsächlich hat's geklappt. Ich dachte das auch nicht. Aber hey. Gerade weil ich heute diese Erfahrung hatte mit einem kitzeligen Zäpfchen oder Gaumen, bin ich wahrscheinlich darauf gekommen. Oh. Oh, das ist cool gemacht. Yo, Narwal. Polarlichter und ihr guckt nicht? Das ist eine sehr lange Fahrt gewesen. Das ohne Kajüte. Und er wird vom nächsten gegessen. Der kann halt... Oh, ey, er hat's gut darin. Okay, ich würde mich nicht beschweren an seiner Stelle. Das ist möglicherweise zu seinem Vorteil alles passiert. Ich habe das Gefühl, dass das sehr weit weg sein könnte. Also, wenn dieses Schild stimmt. Alter! Junge, das erinnert mich an das längste Namensschild oder was das war. Mit dem längsten Ortsnamen. Ich kann euch nicht mal sagen, was das für eine Zahl ist. Ist ein bisschen hin. Wir können möglicherweise ein Raumschiff gebrauchen oder so. Alter. Da würde ich mir Sorgen machen. Unser Planet hat, glaube ich, nicht mal diesen Umfang, wenn man den zweimal über beide Seiten nimmt. Oder über... Beide Umwendungen. Banakuchileki. Axiola Boheya. Urimagam Aloyonotohoi. Reuchala. Reuchelo. Alongancha Hoisen Bello. Bella. Chakapuna. Chakapuna le Kuchileki Lulazen. Puleino Schatz. O kleinam ja leunetzig. Haha. Oh. Ja, das ist doch cool. Aber ich sehe schon, das Portal geht kaputt, wenn der Mond zu dünn ist. Oder sich komplett hinter den Wolken verbirgt. Wir sind sehr in der Wüste unterwegs. Ich mag die dicke Katze. Yo. Namune, Nabadune, Rago, Trabenelle. Okay, also Stoff, Rollschuhe und ein Drachenkopf. Warum auch immer der eigentlich so unfassbar wichtig ist. Aber vielleicht muss es angsteinflößend aussehen. Ich meine, wir hätten noch auf dem Fahrrad weiterfahren können, aber ich glaube, damit sind wir nicht so schnell. Okay, was können wir uns hier so angucken? Wir können noch mal mit ihr reden, glaube ich. Wir können noch mal mit ihm reden. Okay. Das hat uns sehr viel weitergebracht.
Ah. Koino puzelemi. Okay, da brauchen wir einen Sechskant. Okay, die Rollerblades bekommen wir noch nicht. Aber ich mag, wie das aufgebaut ist. Das ist wieder sehr steampunky, das mag ich. Aus irgendwelchen alten Schaltungen. Das nennt sich Upcycling. Das habe ich schon oft gemacht. Schau ich den Kaktus da hinten an. No! Er hat sich zu viel wegrasiert. Ach so, die Stacheln kommen die ganze Zeit nach. Ich verstehe, okay. Ja, gibt's Sinn. Huila Pentimon. Okay, wir sollen noch weitergehen. Oh. Können wir uns dazu setzen? Können wir dann Reifen haben, bitte? Oder beziehungsweise das Valve? Okay, der möchte in der Kassette. Ich denke, hier müssen wir wahrscheinlich anfangen. Wir müssen ihm erstmal eine Kassette suchen. Ui. Oh, hier gibt es einiges zu erkunden, tatsächlich. Auf mit dir. Komm schon. Schaffen das. Ich werde da so lange drauf rumkloppen, bis das Ding auf ist. Okay, möglicherweise versuche ich es noch 5 Mal, dann reicht's. Komm schon. Hey, jetzt bitte. Okay, dann nicht. Damit kann man nicht sehr viel anfangen. Und anscheinend ist der Platz auch nur zu diesem einen Interaktionspunkt gut. Was anderes gibt's hier, glaube ich, gar nicht. Nö. Na gut. Aber da sind Kassetten drin. Das brauchen wir. Hey, den kennen wir doch noch. Ich werde ihm nicht helfen. Nee, bitte lass ihn da hängen. Der Typ war unfassbar unfreundlich. Und der wird es auch immer noch danach sein. Oh mein Gott, gibt es hier viel zu interagieren. Wozu brauchen wir überhaupt einen Rasenmäher? Warum wollen wir den ausgerechnet runternehmen? Für die Rollen? Nee, oder? Einfach ein Laserstab. Kann ich das haben, bitte? Ich könnte ihn gebrauchen. Wow. Leute! Ah, okay, und dann. Okay, gut, dass sie ein paar Seile runtergeschossen haben. Sehr nützlich auf jeden Fall. Ja, der passt einfach mal so in die Hosentasche. Absolut. Meine Hosentaschen sind auch groß genug, um einen ganzen, keine Ahnung, ganzen PKW reinzuschieben am besten. Ah. Damit können wir uns anschleichen, während die weggucken. Au. Aber ich verstehe, was wir machen müssen. Da fühle ich mich doch direkt wie in Metal Gear Solid. Oder der Spy aus Team Fortress 2. Dass er das nicht gesehen hat, wundert mich. Oh! Der wächst nach, keine Sorge. Die verliert ihn ständig. Ja, und er bewegt sich auch meistens noch. Das stimmt. Aber wir können jetzt den Stab nutzen, das ist gut. Damit können wir bestimmt die Seile losschießen beim... Oh. Oh. Okay, das war nicht das, was ich erwartet habe, aber hey. Ich dachte, wir müssen die Seile losschießen damit. Anscheinend nicht. Okay, wir haben einmal... Wir haben einmal ein Viereck erhalten, einmal ein Fünfeck und ein Sechseck. Also ein Pentagon. Oder ein Oktagon. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit den Zahlen. Mit den Formen.
Ah, achso, nee, okay, das ist aber ein leichtes Rätsel. Müssen einfach nur die Form dort reinstecken. So, Viereck. Rauf damit. Oh, da ist die Sicherung rausgeflogen. Warum auch immer da drin sich eine Sicherung befindet. Ich denke, das funktioniert anscheinend so. Hier kommt das Sechseck rauf. Ah, es hat eine schöne Farbe. Das gefällt mir. Und hier kommt das Fünfeck rauf. Auch eine schöne Farbe. Und ich habe das Gefühl, wir brauchen eine neue Sicherung. Sehe ich das richtig? Ich glaube nämlich, normalerweise sollte das Viereck auch funktionieren. Na gut. Gehen wir erstmal zurück und gucken mal, wo wir den Rasenmäher nutzen können. Ah, nicht beim Kaktus, oder? So, dem hier helfe ich generell aus Prinzip eigentlich nicht. Ich bin sehr nachtragend, ich weiß. Hier werde ich wohl nicht mähen können. Ja, also, ich wüsste auch nicht, in welcher Form sich das zusammentun könnte. Aber zum Kaktus konnten wir ja nicht, ne? Ah, doch, können wir. Ah, okay, sehr gut. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, was zu tun ist. Ja, es geht leider immer so schnell, ne? Ich bin auch kein Freund vom Rasieren. Einfach elektrischer Rasierer. Das, man sollte das nicht ausprobieren in echt. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur, da sind nicht nur die Haare danach weg, sondern so einiges mehr. Möglicherweise das ganze Gesicht oder der Kopf. Ich überlege gerade, brauchen wir die Rasierklinge, um ihn loszuschneiden? Den Troll. Ich nenne ihn jetzt einfach den Troll. Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, ich wüsste nicht, wofür sonst ein Rasierer hier gut sein könnte. Probieren's. Stimmt, er kann sich einfach selber losschneiden. Akrobatik. Hoffentlich hilft er uns jetzt auch. Ja. Okay, du brauchst dich so sehr jetzt auch nicht bedanken. Ach, ganz ehrlich. Der soll mir dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Das war nicht nett. Erst küsst er mich und dann haut er ab. Was für eine Manieren. Das sieht aus wie ein großer Teighaufen. Okay, das stimmt schon mal. Stoff ist schon mal besorgt an der Stelle. Das ist nicht schlecht. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Rollerblades. Die müssen wir irgendwie da runterbekommen mit irgendeinem Mechanismus. Und wir brauchen... Was brauchen wir noch? Achso, den Drachenkopf. Natürlich. Woher bekommen wir den überhaupt? Das kann auch interessant werden. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, das finden wir erst in der nächsten Folge von Lost in Play aus. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut das nächste Mal wieder ein. Habt noch einen wunderschön verspielten Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.